Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer eventuellen neuen Let's Play-Reihe. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Harvest Life. Ja, mir ist das Spiel vor, keine Ahnung, Monat, zwei mal aufgefallen. Und hab mir gedacht, ey, hat so ein bisschen was von Harvest Moon. Kennt vielleicht der ein oder andere, der mal Nintendo 3DS besessen hat oder so. Und es ist halt auch ein Farming, also Farming Simulation, also Live, also Farming und Live, also Landwirtschafts- und Lebenssimulation in ein. Halt auch sehr kitschig gemacht, also sehr cartoon-lastig logischerweise. Und naja, ich weiß es nicht so genau. Wir testen es einfach mal aus. Das Spiel soll momentan noch ein paar Problemchen haben. Ich hoffe, das wird relativ schnell gepatcht. Ich habe keine Ahnung, was ich mich da einlasse. Schreibt mir eure Meinung einfach mal gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, ne, lasst natürlich ein Like da. Wir gehen einfach mal auf Spielen, setzen mal ein neues Profil an und können uns hier einen Charakter auswählen, der nur, also männlich, alles klar. So, was passt denn da am besten zu uns? Eigentlich der, ne? Würde ich eigentlich auch sagen. Ja, wir heißen Olaf. Postboten Lilly, Postboten Noah, Großvater Dieter. Postboten ist die Gisela, ne? Ganz klar, Gisela. Der Postbote ist der Günther. Und der Großvater ist der Manfred. Vorliebe, männlich oder weiblich? Ja, eigentlich schon weiblich, ne? Also schwul wollen wir jetzt nicht sein. So, alles klar. So, ich bin also in Löwald angekommen. Zuletzt war ich hier als Kind, vor über 10 Jahren. Es hat sich überhaupt nicht verändert. Mein Großvater hat mir einen Brief geschrieben und mich gebeten, ihn auf seiner Farm zu helfen. Mach mal. Ich hoffe, das ist nicht so laut für euch. Ich war zuerst zögerlich. Hier sagen sich schließlich Fuchs und Hase gute Nacht. Ist halt ein Dorf. Aber als Kind habe ich es geliebt, in den Sommerferien hierher zu kommen. Und da ich von meinem Großvater schon lange nichts mehr sah, entschied ich mich dazu, ihn zu besuchen und auszuhelfen. Alles klar. So, willkommen auf meinem bescheidenen Hof. Hallo Manfred! Nun, deine Farm, um genau zu sein. Meiner Farm? Ich habe dir einen Brief geschrieben, oder nicht? Zeit meines Unfalls mit dem Baum bin ich nicht mehr in der Lage, mich um die Farm zu kümmern. Ich habe versucht, Teile der Farm und des Viehs zu verkaufen, aber es half nicht, ich bin zu alt geworden. Es ist bereits spät, geh ins Haus, leg dich schlafen. Ich habe mir vom Verkauf eines Teils der Farm ein Häuschen im Dorf gekauft. Das ist das Bett. Es ist sehr gemütlich. Du schläfst besonders gut nachts. Drücke Escape, um aufzustehen. Alles klar. So, guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Heute habe ich viel vor mit dir. Miau. Das ist eine Katze? Hilfe, Hilfe, da steckt meine Katze auf dem Baum fest. Alles klar. So, du musst ihr vom Baum helfen. Ja, von welchem Baum denn? Ach, den da. Schon wieder, sie kommt immer wieder jedes Mal auf den Baum stecken. Der einzige Weg, sie wieder runterzuholen, ist den Baum abzuholzen. Das ist aber eine gute Gelegenheit. Hier, nimm diese Axt. Wenn du Bäume abholst, erhältst du Holz. Manchmal lassen sie auch Äpfel fallen. Am unteren Bildschirmrand kannst du deine aktuelle Aktion sowie dein Inventar sehen. Diese kannst du mit dem Maustasten bzw. mit den Tasten 1 bis 3 ausführen. Benutze Linksklick, um mit dem Baum abzuholzen. Du kannst einige Male schlagen, bevor ein Baum weiteres Holz gibt. Ab und zu lassen sie auch Äpfel fallen. Linksklick erneut. Hm, habe ich gemacht. Uhu, oh, sie scheint dich zu mögen. Vielleicht möchtest du auf der Farm bleiben. Willst du ihr einen Namen geben? Eine Katze, dadurch, dass ich Maus gehe, die ist weiblich, heißt sie Lisa. Voraussetzen. Oh, bevor ich es vergesse, du musst diese Säge neben mir benutzen, um das Holz in Scheichte zu schlagen. Dann kannst du nicht einen Kunden verkaufen. Oh, nur noch die letzte Etappe, dein Laden. Alles klar. Hier kannst du deine Gegenstände einlagern. Denn dein Inventar ist auf 3 Gegenstände limitiert. Von Zeit zu Zeit werden Kunden aus der Stadt kommen und automatisch Gegenstände kaufen.
wenn der gewünschte Gegenstand vorhanden ist. So, das war's fürs Erste. Wenn du mal nicht weißt, was du machen sollst, komm zu mir. Ich werde dir Aufgaben stellen und dafür sorgen und bla bla bla. Und willkommen in Harvest Life. Ich werde dir ein wenig unter die Arme greifen und dir nützliche Tipps geben. Das ist sehr freundlich. So. Da sind Hühner. Und da sind Eier. Alles klar. Verstehe ich so halbwegs. Also so halbwegs. Ah, verstehe. Rechtsklick dementsprechend. Du hast noch keine Angel. Ja, wollte ich in dem Fall auch nicht. Ich wollte eigentlich denen hier was zu essen geben, dass hier Ruhe ist. Guten Tag, Sie suchen Holz. Einlage. Ah, verstehe. Also, die wollen wohl eine Menge Holz haben, sehe ich das richtig? Kling, kling. Alles klar. Okay, ich würde das Tor... Ja. Eigentlich würde ich das Tor gerne zumachen, aber das ist so ein Fehler zum Beispiel, der hier momentan noch nicht geht. Was ziemlich bescheiden ist. Wow. Dann haben wir wenigstens erstmal ein bisschen Holz besorgt. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Bin nicht so ganz sicher, ob das auf Controller ausgelegt ist. So, Servus. Dann habt ihr erstmal Holz. Das kann ich eigentlich noch so einlagern. Habe ich überhaupt was zum Einlagern? Na gut, ich habe einen Apfel. Den brauchst du selber. Überall liegen hier Eier rum. Aber Eier können wir da reinlagern, oder? Ach ja, Eier. Drei Eier, was hätten Sie denn gern? Hallo, oder wie geht's? Was? Geht's dir gut bei uns? Dein Hof ist fantastisch, danke. Ich habe noch keine Ahnung, was du haben willst. Kann ich gerade nichts machen. Alles klar. Ja, die Steuerung ist ein bisschen arg hakelig. Ey, Uwe, gib mir mal bitte eine Aufgabe. Okay, ich habe neue Aufgaben für dich. Rübenpflanzen, Karottenpflanzen, Trogfüllen 0 von 2. Okay. Was soll Karottenpflanzen? Okay, Linksklick. Okay. Jetzt hat noch die Frage, sollen das hier Rüben sein? Ja, das sind noch Rüben. Ja, gut, wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber passt schon. So. Ein Trogfüllen, das ist ja dort. Ja, ja, bin er schon da. Warten Sie einen Moment. Ey, Mühchen, du solltest eventuell, ja, komm mal mit, würde ich sagen. Okay, würden Sie bitte reingehen? Danke. Ja, Wasser und so finden Sie halt dort oben. Ja, wo soll ich einen Kürbisse herkriegen, die Herrschaften? Was ist denn das hier eigentlich? Futter von, okay. Du benötigst Karten und Rüben, um Tierfutter herzustellen. Verstehe. Verstehe.
Also, ich glaube, die wollten Bretter haben, ne? Deswegen ging der Spaß nicht. Dein Inventar ist voll. Naja, gut, stimmt. Apfel und Eier. Servus. Ja gut, also relativ simples Spielprinzip, würde ich jetzt mal durchaus behaupten. Alles klar, dann muss ich mal wissen hier. Ui, schau mal ein bisschen Ninja-Style, ja? Du hast kein Holz, das ist durchaus richtig. Das ist soweit korrekt. Mein Inventar ist voll, auch nicht verkehrt. Wenn wir da mal hier sind, können wir ja nochmal Rüben anpflanzen. Und hier noch mal Karotten. Na, ja, dass wir da auch mal Mischfutter herstellen können, ne? So. Servus. Ja, Kürbis habe ich nicht im Angebot, sorry. Also halt, mir noch ein paar rein. Ja, ja, ich will nicht mit dir reden, ich will hier rein. So, danke. Denn ich brauche Holz, Freunde, ich brauche Holz. Gib mir mal bitte das Ei, danke. Irgendwie habe ich kein Wasser. Na bitte. Kling, kling. Warum denn, bitteschön? Danke. Na, Muschen, alles klar. Wenn ich jetzt doch noch überall Scheiße auf dem Rum. Wahnsinn. Das Ding ist, ich habe aber auch hier noch einen Druck. Sehr gut, Aufgabe erfolgreich erfüllt. Ja, Mu. Dein Wasser findest du drin. Schlafen wir halt. Es ist 0:06 Uhr, sehr gut. Das ist ja besonders ideal, um einfach mal zu arbeiten. Ist ja mal das Gelump mittlerweile gewachsen. Nö, leider Gottes auch noch nicht. Ich muss mich aber erst mal von den Sachen entledigen. So viele Eier hier rumliegen, das ist Wahnsinn. Weil er sagt mir jetzt so die ganze Zeit, hey, ich brauche was zu essen und zu trinken. Aber das Problem ist halt nur, die Hühner laufen ja hier frei rum. Was soll ich das reintun? Das ist irgendwie noch nicht so ganz logisch angedingst, würde ich mal fast sagen.
Aber naja. Je nachdem. Man hätte das ausgefallen, auch nicht verkehrt. Ja, man hätte das ausgefallen, alles klar. Ja gut, Freunde, wir sind aber erstmal fertig hier für den Part. Deswegen danke ich dann dementsprechend auch fürs Zuschauen. Hallo Hühnchen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Schreibt mir einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Und in dem Sinne, ja, gegebenenfalls bis zum nächsten Mal. Tschüss.